Aber Ich ist hoffe meine trotzdem, Meinung. die nennen sich mal um. Vielleicht nennen sie sich ja Adolf Hitlerland. Warum Das nicht? ist gerade Ich wollte auch gerade sagen, ja. unkontroverser. Feuer und reden gar nicht zwischendurch. Ja, weil die nämlich sonst kein Talent haben, brauchen die Feuer. So, Leute, hallo. Das sage ich Ihr nicht. seid ja auch schon da. Das ist ja schön. Wir sind hier auf jeden Fall in Rheumakissen und Decke eingewickelt, denn wir sind die beiden hustenden Podcaster, Ja. die beiden Long-Covid-Leidenden. Bei mir ist das natürlich nicht so, ne? Ich habe vor 3 Tagen abends angefangen, plötzlich zu husten, also nachdem ich dann negativ war. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht gang und gäbe. Aber Tino hat auf jeden Fall auch noch, ja, Woche 9, Husten. immer noch Husten. Woche 9, Ja, und Alter. meine Ärztin hat auch schon gesagt, ja, Ranereise, es ist Long-Covid. Also es ist einfach Long-Covid. Und es bleibt aber auch nicht ewig. Also es wird auch Und es wieder bleibt nur aufhören. long, aber Es bleibt aber nicht very long. nicht Infinite Covid. Sie haben nicht very long Covid, sie haben nur Long Covid. Also Okay. hoffentlich. Also ich klopfe auf hier Holz, Tch, dass schön. es vorbeigeht ganz schnell. Und ich sitze hier frisch geduscht. Oh, das ist aber schön. Ich nicht. Ich war aber, glaube ich, gestern Abend. Warte mal. Nee, warte, war ich gar nicht. Wollte ich. Tut mir leid, Tino. Ich war gestern noch Ja, skaten, habe man nicht merkt danach ein bisschen, was ist für. geduscht. Nein, gar nicht. Du bist ein richtiger ein Habeck-Fan, glaube ich, weil Ich auch. bin so ein Doch, Habeck-Fan. doch, der hat ja auch gesagt, wir sollen weniger duschen, wir Deutschen. Du machst es richtig, du gehst halt in die Badewanne. Ja, also, wie es Habeck möchte. Also ich glaube, wenn ich alle 2 Tage in die Badewanne gehe, habe ich weniger Wasserverbrauch als derjenige, der jeden Tag duscht. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass so eine Kommt Badewanne natürlich drauf schon. an. Klar, es gibt Leute, die duschen nur 1 Minute so, aber das ist eher Also, selten. ich dusche 2 Minuten, glaube ich. Bei mir ist meistens so ein Lied, höre ich. Das sind vielleicht so 3,5 Minuten bis 4 Minuten Ja, das ist maximal. schon viel. Okay, ja, also vielleicht sind es maximal 4 Minuten. Meistens fängt der Song an und ich ziehe mich gerade aus so, und gehe in die Dusche. Und wenn ich gerade aufstehe oder rausgehe, hat er aufgehört. So, dann sind es schon so 3 bis 4 Minuten maximal. Umweltsau. Außer es ist Bohemian Rhapsody, dann geht, ist es ein bisschen. Ja, ist dann immer so ein fuck, wie heißt's? Ah, ich komme gerade nicht Oder drauf. Beethovens Neunte oder so. Nee, ah. Das ist der Fuck. Husten-Podcast, Leute, ihr müsst Der da jetzt Hustenpot. durch. Wie heißt es denn, Alter? Ich hätte jetzt so schön schlagfertig sein können, aber ich komme nicht auf die Band. Wish You Were Here und so. Von wem ist denn das? Weiß ich gerade gar Ja, nicht. siehst du, Aber von der Band. es gibt Also, so ein paar Bands, die stellt haben euch gerade ganz. mal vor, wie schlagfertig ich war. Das ist der Hammer. Es gibt auch von Able Nation Songs, die gehen 10 Minuten und so. Das ist. Ja. Kannst du eine beliebige Band einfügen? Ja, aber ich wollte halt die einfügen. Schade, hat nicht funktioniert. Ja, auf jeden Fall saftiges Aloha. Du hast ja vom Habeck, das ist jetzt hier dein Cold Opener ins Thema rein, ja? Der Robert, Ich ja. war auf jeden Fall diese Woche wieder begeisterter Fan von dem Video, in dem er sagt, dass er Müsli mit Wasser essen muss. Aber die Kommentare waren gar nicht so Was, begeistert. wer ist das? Da Habeck. Kurz nachdem er ins Amt gegangen ist, hieß es so: Oh, ich weiß gar nicht, meine Frau ist auch nicht da, die will sich das gar nicht angucken, wie ich zugrunde gehe. Und, oh, ey, ich habe die Wäsche, vor 5 Tagen habe ich die Wäsche gewaschen, die steht immer noch im Flur. Ich habe ohne Scheiß, ich habe heute Morgen Müsli mit Wasser gegessen. So, und ich Was ist fand das das für eine so gut. Aussage? Ich fand das so gut und alle in den Kommentaren, aber, und sowas regiert unser Land. Naja, der leitet für unser Land. Ja, aber ich weiß nicht, ich finde das schwierig, so eine Aussage zu treffen. Ich meine, der verdient doch so viel Geld, der wird sich aber locker eine Putzkraft Der leisten hatte die können. Zeit nicht. Hallo. Und soll er seiner Assistentin sagen, die soll für ihn eine Der war Putzkraft. nicht einkaufen. Das ist ein. Der kämpft einfach für uns. Steht an vorderster Front. Na, es kann schon sein, An der mitten in der Pandemie und Müsli-Front. mit Krieg und so, dass du vielleicht nicht so viel Zeit hast, aber. Da gab es noch keinen Krieg, als der Clip entstanden ist. Was macht deine Frau eigentlich? Also ist sie arbeitstätig? Was Na, macht die will sich ja man nicht das? angucken, wie er zugrunde geht. Die ist ausgezogen quasi. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Habeck ist wieder auf dem Markt. Der Robert. Da freut sich der Christian. Meinst du? Na klar. Glaubst du, der schleppt sich jetzt hier die Frau ab von Habeck oder? Nee, ach, wegen dem Markt ist das scheißegal. Ach, der Markt ist, okay, verstehe. Der Dumm. Single-Markt regelt. True. Ich werde jetzt langsam vielleicht mal meine Notizen öffnen. Tu das, ich habe meine schon aufgemacht. Ich habe ein paar Sachen hier tatsächlich, die ich ansprechen kann und möchte, Das die ist hier aber sehr spannend sind. praktisch Ja, für ja. so einen Podcast. Ja, Das ist ne? echt. Ich habe was Also zu sagen. gut gemacht, Ich Tino. habe was zu sagen auf jeden Fall. Leute, übrigens nochmal ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir haben es ja jetzt echt die letzten Folgen immer übertrieben in unseren Cold Openers, wo wir einfach immer eine Scheiße erzählen. Aber wir sind hier für euch da. Wir machen schöne Wochenreview. Heute wieder am Freitag.
Stimmt. Beim und wegen wem wieder toll? Wegen der Schwulenrechte, ja. Ja, toll. Der LGBTQ+-Community. Morgen ist CSD. Es ist echt. Bin ich eingebunden. Die machen alles kaputt, weißt du? Ja, auch unseren Podcast. Mann, ey. Gibt's auch gerade wieder so eine Riesendiskussion in Amerika, dass irgendwelche Drag Queens den Kindern vorlesen, ja? Ach, tun sie das? Ja, und das geht nicht, weil wenn die Kinder sehen, dass Leute sich bunt anziehen, dann wollen die das gleich auch. Ja, jetzt gab es von El Hotzo einen schönen Tweet, in dem stand, wie ungefestigt muss eine Sexualität sein, dass man Angst haben muss, wenn ein Kind was anderes kennenlernt, dass sie überspringen will oder so eine Art. Ja, ich habe auch schon mal zwei Männer sich küssen sehen und war direkt schwul. Das ist halt einfach... So fing's an. Ja, das ist ansteckender als Corona ist das. In Verbindung mit vom Wickeltisch gefallen als Kind und dann siehst du so ein schwules Pärchen, dann bist du sofort, zack, schwul. Vom Wickeltisch zum Fickeltisch. Ja, quasi. Sehr gut. Ja. Ja, also Drag Queens lesen vor, meine Güte, sollen sie halt machen. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie lesen können. Manche schon, nicht alle. Echt verrückt. Ja. Ja, cool. Olivia Jones hat ja auch eigene Bücher veröffentlicht. Die deutsche Drag Queen. Aber da ist es doch, ist das da nicht so eine Rolle so ein bisschen? Also das ist jetzt es ganz ist ja gefährlich. Es ist ja Drag, es ist ja eine Rolle. Drag ist ja eine Rolle. Na gut. Es gibt ja Trans-Menschen, die sind halt tatsächlich nicht in ihrem geborenen Geschlecht. Hm. Und dann gibt es halt Drag-Queens oder wie Transvestiten, hat man früher gesagt, die halt Männer sind, aber sich halt wie Frauen geben. Hm. Bewusst als Rolle. Das macht Olivia Jones. Das ist eigentlich ein schwuler Mann, der aber halt eine Frau darstellt oder eine Drag-Queen darstellt. Hm. Im Gegensatz zum Drag King gibt es ja auch Frauen, die halt Männer verkörpern. Aber weniger, ne? Weil Männer einfach die schlechteren Menschen sind. Wahrscheinlich. Will halt einfach keiner sein. Wahrscheinlich. Und ich hab mal einen Drag King kennengelernt und der hatte auch so einen Kunstpenis in der Hose. Also war richtig lustig, also war cool anzusehen. Während die sich ja Männer so ausstopfen hier als Drag Queens, haben die halt so riesen Pimmel für ihre Hose. Ja, ich habe auch schon mal Tracking mitbekommen, das war aber im Schmutz. Ah. Ja. Egal. Der Tino, stirb uns mal nicht. Mach mal dein Long-Covid zu einem Short-Covid. Ja, ist glaube ich zu spät dafür, ja. Aber zu einem Shortened. Aber es ist auch die Frage, wie gehen wir damit um jetzt? Du bist ja auch jetzt frisch genesen. Und wie lange kannst du sagen, ich bin cool, ich kann mich eh nicht mehr infizieren? Ich bin jetzt gerade quasi so 8 Wochen raus ungefähr. Nee, wie lange bin ich jetzt negativ? Also ich gehe nicht fest davon aus, dass ich mich nicht infizieren kann, wenn ich alleine Alisa kenne, die schon 3-mal das hatte. Also ja, aber die Frage ist auch nach dem Zeitpunkt. Also man ist ja bewiesenermaßen... Ab wann fange ich wieder an, fremder Leute Speichel zu lecken? Genau, zum Beispiel. Oder solltest du aufhören, es nicht zu tun? Mhm. Bist ja die ersten Wochen bist du auf jeden Fall erstmal resistent, aber dann halt nicht mehr. Und ich bin jetzt gerade so in einer Phase, wo ich mir denke, jetzt müsste ich wieder anfangen, richtig krass Angst zu haben. Ich war jetzt auf Konzerten, ich war ja bei, wo fing es an, was war das erste? Bei Chemical Romance war ich ja, in Bonn mit Zofang und Heinrich. Dann war ich jetzt bei Jimmy Eat World. Vielleicht aber hilft ja nochmal eine Ansteckung mit deinem Long-Covid quasi, dass sich das dann so ausgleicht. Auch long genesen quasi, ja. Das wäre cool. Ja. Aber Jimmy Eat World, das war ja auch drin, habe ich auch Maske getragen die ganze Zeit. Hm. Bei Chemical Romance war ich eher so... Aber da muss ich ja sagen, ne, also ich will ja jetzt hier nicht über den Sulfang herziehen, ja, aber ich muss jetzt mal über den Sulfang herziehen. Ich dachte, er ist ja immer so ein krasser, oh ja, ich höre so Musik, wo immer gerangelt wird und so. Und dann sitzt er da auf der Tribüne, ganz entspannt mit einem Gläschen Bier und guckt von Weitem zu. Ja. Was ist das denn? VIP-Ticket, was ich bei My Chemical Romance, wo wir gemeinsam vorher waren, einen Tag davor quasi, da ist er abgegangen. Ich war ja so abseits, während die Heinrich und Zofang ins Tümmel sind, so mit, ja, geil und so. Uh-huh. Die aber auch meinten, dass der Moshpit bei My Chemical Romance echt für Luschen war. So, war ein schöner Anfang, aber es war so, da geht eigentlich mehr. Oh. Und vielleicht war es dann doch härter, als er dachte und musste sich bei Rammstein erstmal ausruhen in der VIP-Loge. Peinlich. Peinlich zu gefangen. Und Mittwoch sehe ich die Ärzte. Hoffentlich, ja. Wenn ich nicht wieder irgendwie krank wir bin. Wir hoffen so. Es alle sehr. Mittwoch ist ja jetzt schon alsbald. Ja, in und übrigens, da kann ich jetzt hier feierliche Übergabe machen. Eine feierliche Übergabe. Bitteschön. Oh, ist das echt für mich? Ich dachte, das ist für dich. Oh, nein. Schön. Ich habe das halt jetzt, also ich habe es auch nochmal gewaschen. Ne? Also du kannst ja auch nochmal waschen, bevor du es vielleicht benutzt, aber ist ja auch vom Konzert. Also hier liegt jetzt ein Becher mit einer Sweet Gwendoline in Regenbogenfarben. ASMR. Und Regengeräuschen in Tinos Hand.
Und da dachte ich, das passt doch. Aber ich muss es dir halt jetzt geben, weil es kann schon sein, dass dir ein solches Gerät in die Hände fällt, wenn das du am Mittwoch sein. Auf Konzert bist. Und dann ist es nichts Besonderes mehr. Ich nehme es gleich mit und gebe es einfach ab für 2 Euro Pfand. Ja. Nee, voll cool, weil als du mir das geschickt hast bei Telegram, habe ich an dem Tag auch zufälligerweise den Pulli getragen von demselben Motiv mit der Regenbogen-Crendoline. Schön. Vielen Dank, freut mich wirklich. Ja, Grüße von Marlene noch auf jeden Fall. Die hat da ursprünglich draus getrunken. Grüße zurück. Ja. Das kann ich ihren Speichel quasi mit einsaugen, einfliegen. Geil. Und dann hoffen wir doch mal, sie ist ja von unserem Trupp eine der wenigen, die nicht Corona-positiv da rausgegangen sind. Sie und Herodes. 5 weitere Leute haben sich alle schön angesteckt. Und dann wird dein Long-Covid jetzt geheilt. Ich wollte dir auch einen Becher von My Chemical Romance mitbringen, aber die hatten einfach keine. Sapperlot noch eins. Also das ist jetzt wirklich schade für mich. Ja, aber ich habe mir diesen einen Song angehört, den kannte ich tatsächlich. Also ich kenne es mehr wahrscheinlich. Also es möglich, ist, ja. Dieses Black Parade ist ja, was alle kennen. Ja. Dein Teenagers kennen ja alle. Ich kenne viele Teenagers, ja. Ich dir nachher mal nach Podcast, kann ich dir mal 2 Songs anspielen, du wirst garantiert sagen, klar kenne ich. Clark kennt ich, ja. Ja. Hält mal die Witze für nachher auf. Okay, mache ich. Aber was ich bin auch jetzt hier gerade im Podcast. Ja. Seven vs. Wild müssen wir vielleicht mal ansprechen, habe ich hier gerade aufgeschrieben, weil ist ja. Knossi ist doch dabei. Knossi ist dabei und Nova ist dabei, die ich auch ziemlich okay finde. Ja. Das ist eine. Wer ist das? Na, auf den ersten Blick eine Schminkpüppi. Ja. Aber die ist schon, glaube ich, ziemlich clever. Mhm. Und die wurde auch eingeladen. Es wurden 2 Mädels eingeladen: Knossi. Und dieser Robert irgendwas, Habeck, genau. Der ist Survival-Künstler, weil der isst Müsli mit Wasser. Das war's schon. Machen. Kann auch eine Wildnis machen. Ja, ich glaube, das war's schon. Also hier Fritz Meinecke, dem das quasi alles gehört, macht ja aber mit. Krass, dass diese Schminkpuppi auch intelligent ist, was du gerade gesagt hast. War ich gerade überrascht. Ja, naja. Das ist eine Frau den 10 Jahren nicht und okay die sagen, kann in vollständigen Sätzen reden. Hä? Sind die aber in 10 Jahren auch hier auf die Finger... Von mir aus. Nein, aber du weißt doch. Kennst du Katja, dass ich zugespitzt habe? Ich meine, sie ist überdurchschnittlich clever mit meiner Aussage. Ah, okay. So. Und weißt du, wenn man sie sieht, denkt man erstmal, oh, eine von diesen weiteren ASMR-Trollers auf Twitch oder sowas, keine Ahnung. Hat sie lange schwarze Haare? So? Nee, blond. Sie ist halt wirklich blond, geschminkt, so wie es halt Klischee ist, so, keine Ahnung. Aber sie war wohl irgendwie 15 Jahre Pfadfinderin und ist halt irgendwie. Also die passt da schon rein. So. Also es ist dieser Fritz. Dann dieser Robert, den ich nicht kenne, dann diese Nova, Knossi, die haben beide zugesagt und noch eine andere Dame, die ich nicht weiter kenne, aber die so auch aus dieser Survival-Szene kommt. Dann fehlt noch eine 6. Person, keine Ahnung. Und ich natürlich. Ja, ja. Ist noch nicht ganz bestätigt, aber wir hoffen mal alle, dass ich es bin. Unter Vorbehalt quasi können wir schon mal versprechen, dass Robin teilnehmen wird. Also mittlerweile habe ich schon echt Bock, weil wir haben auch so ein paar Sachen so gebrainstormt, was müsste man wirklich mitnehmen und so. Und dann dachte ich mir, wenn der Chat halt wirklich so 3-4 Gegenstände entscheiden könnte, die ich mitnehme. Beziehungsweise vielleicht kann man es wirklich so machen, dass ich nur Scheißgegenstände mitnehmen würde. Die aber alle irgendwie trotzdem Nutzen haben. Weißt du, statt einem Kochtopf zum Beispiel eine Bettpfanne nehmen. Da würde ich aber nicht vertrauen, wenn dein Chat das sagt. Ich meine, also du darfst 3 Dinge mitnehmen, ja? Nee, 7 darf man mitnehmen. Und 3 davon willst du überlassen quasi. Ja. Okay, das verstehe ich. Also du brauchst schon sowas. Aber vielleicht doch alle 7. Wie gesagt, halt statt Kochtopf irgendwie so eine Pisspfanne oder so, ist halt witzig. Also du kannst es halt trotzdem als Topf benutzen, aber es ist halt eine Pisspfanne. Das ist witzig. Also 7 Sachen, ja, wahrscheinlich sowas wie ein Messer auf jeden Fall, vielleicht Panzer. Da war halt auch die Frage, so eine Wellenschere statt einem Messer. Also eine linkshänder Wellenschere. Ja. Da ist da schon ein Zelt inbegriffen? Oder? Zelt ist zu overpowered, das darf man wohl nicht. Ach, gar nicht? Und da habe ich überlegt, eine riesen bedruckte Plane, wo dann irgendwas Witziges drauf ist, eine Roblox-Giftcard oder sowas. Oder einen riesigen Regenschirm oder so. Ja, sowas. Genau, und Also da unnötiges wie ein Staubsauger und... Ja, na, das habe ich auch überlegt. Einfach einen Screenshot vom Chat machen, einrahmen und ein Foto vom Chat halt mitnehmen. Weißt du? Witzig. So. Ein Satisfier vielleicht noch. Ja. Na hier, wir haben ja Excalibur, den 30 cm Dildo. Stimmt. Zack. Aber wobei ich nicht weiß. Mehr jugendfrei, ne? Ja, ich weiß halt nicht, ob die da ein Problem mit haben. Naja, war auf jeden Fall ein gutes Brainstorming und wir hoffen mal, dass es soweit kommt. Es hat jetzt auf jeden Fall einer kommentiert, der in der ersten Staffel, die ich nach wie vor nicht gesehen habe, keine Ahnung, der da mitgemacht hat, Reloadiac, ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee.
Der fand es auf jeden Fall richtig gut. Und Reloadiac. Keine Ahnung, weiter weiß okay, ich nicht. Spannend. Ja, wurde mir zugetragen. Ja, erzähl doch mal hier was. Du bist Konkurrenzhörer, fest und flauschig. Ich bin ja ein ja, also ich höre selten Podcasts. Also wenn dann zum Aufwasch machen und so, oder mal wenn ich eine längere Zug- oder Busfahrt habe, und da höre ich halt fest und flauschig von Böhmermann und Schulz. Vielleicht auch mal den wie heißt denn der andere Podcast, den ich manchmal höre? Wo ist so zwei... Der Impfunk. Ja, auch gelegentlich. Aber ich meine... Ich glaube, der ist in Sommerpause. Der ist schon lange in Pause. Ja. Wo so zwei Promis, die quasi gegenüber sitzen, aber nicht wissen, wer sie sind quasi. Jetzt sind mit verbundenen Augen in unser Studio geführt werden. Torkomat heißt das. Noch nie gehört. Dann sitzen sind die dumm? Warum kennen die sich nicht? Naja, die sitzen dann mit verbundenen Augen sich gegenüber und dann wird das so revealed. Und es ist ganz oft so, dass immer der eine sagt, oh, dich kenne ich nicht. Tut mir so leid, ich kann nicht sagen, wer du bist. Obwohl die genau wissen, wer die sind. Die wollen halt nur cool sein. Und ja, ich bin der berühmtere von euch beiden. Ach, du kennst mich ja, ich kenne dich nicht, tut mir leid. Das ist immer das Gleiche, ja, das ist ganz cool. Mit Lena war mal da, oder die Kaulitz-Brüder gegen World Wide Wonder. Die Kaulitz-Brüder wurden sich gegenübergesetzt. Ich kenne dich nicht wirklich. Nee, es war also auch mal eine Tag-Team-Folge und so. Tag-Team-Folge, du mit deinem Wrestling-Sprech hier. Das sagen die auch dort manchmal. Na gut. Jedenfalls kennen wir ja die Finn-Kliman-Geschichte, ja? Finn-Kliman, dieser YouTuber, der dem vorgeworfen wird, irgendwelche Billigmasken verschenkt zu haben. Und ich glaube, das wurde dem erfolgreich vorgeworfen. Sehr erfolgreich sogar, genau. Und hat sich bereichert, obwohl er sagt, er hat sich daran nicht bereichert und so. Wir kennen die Geschichte, ja, diese Vorwürfe. Aber was wir nicht wussten, wie stehen eigentlich Böhmermann, der das aufgedeckt hat, und Klimans Best Buddy, Olli Schulz, dem gegenüber eigentlich. Die haben ja irgendwie zusammen Hausboot, war das nicht sogar Netflix oder so? Das war eine Netflix-Doku sogar, dass Kliman und Olli Schulz ein Hausboot von Gunter Gabriel gekauft haben, bekannt aus dem Ärzte-Song Besserwisser Boy. Mhm. Und der ist ja gestorben, der Schlagersänger, und da haben sie das Hausboot gekauft und aufgepeppt quasi. Und es war auch eine coole Serie, ich habe die gerne geschaut. Jedenfalls sind ja Best Buddies, und bisher war es in den Podcast-Folgen so, dass sie es ausgeschwiegen haben. Also kurz nachdem das rauskam in der Folge, haben sie am Anfang angekündigt, ja, wir müssen noch über ein großes Thema sprechen, wo wir beide uns wohl in die Haare bekommen werden und so. Aber das sehen wir uns für später auf. Ja. Da war es aber ein ganz anderes Thema, wie es halt so ist. Ne? Das haben sie sich lustig gemacht, wir reden da jetzt nicht drüber, und wurde schon genug gesagt. Ja, es gab nämlich jetzt auch ein Statement von Olli Schulz auf Instagram, dass Leute, die auf einen Gladiatorenkampf hingieren, enttäuscht werden, denn die werden das wohl nicht zum Thema machen. Mhm. Das ist ja alles diese Woche nochmal sehr viel höher gekocht, weil Finn Kliman es nicht lassen kann, da wütende Statements rauszuhauen. Mit ganz schön vielen Plattitüden, muss ich sagen. Also ich kann das langsam nicht mehr hören. Ich habe ja auch immer so... Also das ist ja auch eigentlich, was ich immer gesagt habe, so dieses sei wie du bist und so bla. Mhm. Aber je öfter ich diese Plattitüden höre, desto mehr hängt es mir zum Hals raus. So, ja, die wollen mich nur, weil ich anders bin und so, wollen die mich hier zu Fall bringen. Und das ist für mich halt so ein böses Onkel-Statement. Also, sei wie du bist, geh deinen Weg, ja, mach, was du denkst. Aber du weißt doch... Also, das Gegenteil der Fall ist, das wollen die eigentlich gar nicht. Naja, das ist ja, also warum gibt es dieses Statement zuhauf? Weil halt was dran ist und weil es an sich eine gute Message ist. Aber das ist halt so, wenn man das dann halt für seine Zwecke irgendwie so zweckentfremdet und sagt, so als Verteidigung dann verwendet, yo, die wollen mich ja nur zu Fall bringen, weil ich halt anders bin und nicht hier reinpasse. Typ, der halt irgendwie mega massenkompatibel ist, so, ich bin so anders, ja, das ist richtig dumm. Also ich weiß nicht, also Finn... Du bist halt, oder dir wird vorgeworfen, ein Betrüger zu sein, nicht einfach anders zu sein. Ja. Mach doch deinen Scheiß hier Klimansland und so, mach deine komischen Urlaubsdomizile, ja, ist ja alles irgendwie cool, aber es geht ja um den Betrug und nicht, dass du anders bist oder anders sein. Ja. Du bist überhaupt nicht anders, das ist das andere Thema. Der ist halt so ein komischer Berlin-Hipster-Liberalen-Dulli, wie der andere auch da rumläuft. Der ist halt nicht anders, so ein Quatsch. Auch diese Band, die es jetzt gibt, Weimar, ja. Die auch sind, wir sind anders als die anderen, deswegen hassen sie uns. Ihr seid genauso gleich, wie die alle anderen Vollidioten sind. Ihr seid überhaupt nicht anders. Oh, da hat aber was in dir geschlummert. Ich finde die Band ganz, ganz schlimm. Erstens diesen Bandnamen, ja. Ich finde den Bandnamen zu gut für so eine scheiß Band. Mhm. Ich muss sagen, was ich gut finde ist, ich mag ja Bands, die maskiert sind, ja. Das ist immer ganz, Lordi, Slipknot und so und andere Bands, die ich jetzt nicht erwähnen möchte. Die machen das ziemlich cool so. Und auch, dass sie so dieses Böse-Onkels-Musik mischen mit Rap. Das ist schon irgendwie...
innovativ. Das Genre Böse-Onkels-Musik. Aber es, na, so Kröll möchte gern Deutschrock, Punk, keine Ahnung. Toten Hosen quasi. Tote Hosen auch. Auch ganz schlimm, aber ist egal. Jedenfalls, das finde ich innovativ, so dieses Rap und dann so dieses Gekröle. Mhm. Finde ich kacke, höre ich nicht gerne, aber das finde ich innovativ. Aber dieses Inhalt, wir sind anders als die anderen und geht da einen Weg, millionenmal gehört, fickt euch einfach, ich hasse es, ohne Spaß. Ja, lass mal einen Song machen, wir sind genau wie die anderen und wir gehen nicht unseren Weg, wir gehen den Weg, der uns vorgeschrieben ist. Das ist ja auch vor allem eine Band hier aus der Umgebung. Und ich glaube auch zu wissen, wer dahinter steckt. Mhm. Also man hört es auch ein bisschen raus und ich kenne ja auch so ein bisschen die Musikszene in Weimar und in der Umgebung. Und wo die herkommen, ich glaube, Jungs, ich weiß, wer ihr seid. Kevin Russell, sag's doch. Es ist Kevin Russell. Mhm. Kevin die Russell-Bande. Und das Schlimmste ist, ich war auf ihrer Homepage und die haben nicht mal ein richtiges Impressum. Anzeige ist also, raus. Also ich meine, ich mach sowas nicht, ich finde das albern, aber die könnten sofort weggeklagt werden. Die haben nur irgendein Postfach oder so, das darfst du aber im Impressum nicht. Oh, da hast du aber viel angestaut, du, gegen diese Band. Ich finde die echt schlimm. Das mache ich auch noch so Weimarer Festspiele in Bad Berka. Und lade nämlich irgendwelche anderen fragwürdigen Bands ein. Hm. Ich weiß nicht. Finn Kliman. Ja, was ich nämlich eigentlich sagen wollte, in dem Statement von Olli Schulz, was nicht so ganz reingepasst hat, hat er diese verstorbene Germany's Next Topmodel-Dame da erwähnt, die sich irgendwie selber umgebracht hat vor ein paar Jahren. Hat er erwähnt, echt? In dem Statement, das war halt echt nur so, keine Ahnung, 10 Sätze vielleicht oder so. Ach, Olli Schulz meinst du jetzt? Genau. Ach so. Okay. Und ich finde das halt irgendwie ein bisschen komisch, das in einem Zusammenhang zu bringen. Also er hat natürlich die Frage in den Raum gestellt, wie gehen wir mit Leuten um, die einen Fehler gemacht haben und ne, ein Leben nach dem Fehler und so. Und ja, aber einen Fehler machen ist halt auch was anderes als hier irgendwie Betrug im großen Stil. Hm. Und dann halt irgendwie eine Person, die wahrscheinlich irgendwie auch Mobbing erfahren hat, ich kenne mich da nicht so aus, und sich deswegen umgebracht hat, ist vielleicht auch nochmal was anderes als jemand, der halt wirklich legit Scheiße gebaut hat. Ich weiß es nicht. War auf jeden Fall ein bisschen komisch, aber... Also ich kann es nachvollziehen, dass er aus der Sparte, dass er Olli Schulz Finn persönlich kennt. Ja, die sind ja auch irgendwie Friends und so. Und es kann schon sein, und ich glaube es auch, dass Finn Kliman gerade leidet, drunter menschlich. Dass er ja wahrscheinlich irgendwie jeden Tag... Dem ganz gut, quickfidel, wahrscheinlich. Hops der. Ja, aber ich kenn's, also man kennt's ja auch irgendwie, also ich kenne ja auch Menschen, die persönlich die Scheiße gebaut haben, die ich aber menschlich immer mochte. Hm. Ich will halt jetzt keine Sachen nennen, so ist Kevin auch, Russell. Auch schon Jahre her. Okay, es ist Kevin Russell so. Und ich kann dann immer nachvollziehen, ja, du hast Scheiße gebaut, Alter, das hast du auch irgendwie auch verdient. Auf der anderen Seite siehst du diesen Menschen halt, wie er auf seiner Couch sitzt zu Hause und halt irgendwie kurz vorm Heulen ist jeden Tag, weil er seine ganze Arbeit und seine Reputation zerstört ist. Das siehst du dann, dann bist du emotionalisiert und siehst vielleicht dann auch Vergleiche wie Olli Schulz zu dieser Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin, die unangebracht sind. Oh. Das kann ich aus der Sparte schon irgendwie nachvollziehen, aber ich finde, dass für den Kliman einfach sein Krisenmanagement überhaupt nicht funktioniert. Hm. Ich meine, es schaut sich bei ihm halt viel an. Er kriegt auch viel Hassnachrichten, die nicht okay sind und viele Drohungen. Ist alles nicht okay und auch seine Familie und Freunde und so. Aber trotzdem müsste er sich, finde ich, viel mehr in Zurückhaltung irgendwie üben und sagen, ich lasse es über mich geschehen und ich krieg meine Strafe ab, fuck auf die Hater, sollen sie halt auf mein Grundstück kommen, Böller drauf werfen, ist mir egal. Hm. Naja, ist ja nochmal was anderes. Da kommen wir gleich noch zu, das Distanzierungsvideo vom Klimansland zu ihm. Ja, ist ganz... Finde ich halt auch witzig, weil wenn sich jemand nennt, wir sind das Adolf-Hitler-Land, aber wir distanzieren uns von Adolf Hitler. Antisemitismus, nee. Das ist halt auch ein bisschen schwierig. Ich habe mal einen Juden gesehen und habe mich nicht zusammengeschlagen. Ich kann kein Nazi sein. Aber was ich jetzt mitbekommen habe, was wohl so war, dass das Klimansland ursprünglich auch von Funk mitfinanziert wurde. Das wurde wohl mit beworben und aufgebaut. Ist halt schon witzig. So. Naja, aber ich finde es irgendwie auch, weil ein... Es wird halt nicht so ganz erwähnt bei diesen ganzen Böhmermann-Geschichten und so. Das ist ja finde ich, auch nicht so relevant, weil ja nicht durch die Gelder von Funk diese Betrüge stattgefunden haben. Hier geht es ja um was ganz anderes. Das ist richtig, aber das ist halt trotzdem irgendwie so ein bisschen mit aufgezogen worden. Naja, sie könnten ja auch zum Beispiel sowas sagen wie, ja, wir haben sie mitfinanziert, aber wussten halt nicht, dass das so läuft und deswegen bereuen wir es. Hätte man machen können, aber ich finde, dass es keine Rolle spielt. Weil ja Funk nicht mit unterschrieben hat und auch gesagt hat, hier, ja klar, Masken aus China ja, und so. Ja, das ist ja richtig, aber ich fand es einfach nur komisch, dass es an keiner Stelle irgendwo mal irgendwie erwähnt wurde. So? Ja, sicherlich, das ist klar, ich weiß, hätte man machen können. Ich bin ja nicht der größte Fan von dieser Abgabe. Ja, aber auf der anderen Seite, was hätte denn Funk oder, weiß nicht, der Öffentlich-Rechtliche
für einen Nutzen, wenn das Klima ins Land wieder eingestampft wird, wenn die da schon eh rein investiert haben? Hat doch gar keinen Sinn. Nö, ach, darum ging es gar nicht so, dass das jetzt unbedingt auf Zwang eingestampft werden muss, aber dass das halt schon irgendwie, findest du nicht, dass das irgendwie Erwähnung finden soll? Also wenn, ursprünglich ja, wurde es ja angestoßen, durch ebenfalls Gebühren finanziert ist. Hm. Und dadurch wirkt es halt einfach ein bisschen komisch, dass das nicht mal irgendwo erwähnt wird. Sicherlich, ja. Das kann ich nachvollziehen. Wusste ich auch nicht bis zu dem Statement von Kliman. Oh. Aber hat halt mit der Sache nichts zu tun. Also ich glaube halt nicht, dass das Funk oder irgendwer davon profitiert, das jetzt einzustampfen oder so. Nein. Oder? Aber das suggeriert er ja in dem Statement so, ja, erst hat er mich aufgebaut, jetzt wollte er mich wieder zerstören. Ja, warum denn? Ja. Ja, ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Er jetzt als Person und halt dieses Projekt. Aber die stecken ja jetzt nicht mehr drin. Das war ja nur damals ein Funkkanal. So, und wurde halt auch immer ordentlich promoted. So. Mhm. Deswegen war es für mich auch gleich irgendwie so ein bisschen unattraktiv. Aber ja, also es ist schon... Ja, ja. Man sollte es zumindest mal erwähnen. Und das haben wir jetzt an dieser Stelle getan. Von mir aus. Sie hat nicht die Verantwortung von Funk darin, dass irgendwie... das dann da nicht zu tun, weil sie bei Funk gewesen sind. Ich finde es halt trotzdem gerechtfertigt. Stell dir mal vor, Extreme Talk zum Beispiel, ja, die hat das fortgeführt, privat, aus eigener Tasche, und du hättest jetzt irgendwie hinter den Kulissen, weiß ich nicht, hättest jetzt. Dann kannst du aber wissen, dass das irgendwo Erwähnung gefunden hätte, dass hier dieser ehemalige Funkkanal da, das. Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich bin ganz bei dir, hätten sie machen können. Ja. Aber ich sehe jetzt keinen großen Grund, dass irgendwie das verheimlicht werden sollte. Oder warum sie jetzt Klima deswegen zerstören sollten. Nee, das sage ich ja nicht, dass sie deswegen. Nee. Nur, dass es halt in dem Ursprungs... Das ist ja jetzt auch schon wieder über 6 Wochen her oder sowas. Keine Ahnung. Mhm. In dem Ursprungsbeitrag, dass das vielleicht nicht erwähnt wurde. Egal. Es gab ein Distanzierungsvideo, was eigentlich ein clever getarntes PR-Video war. Denn der Titel... Also es ist so... Du machst ein Video, das heißt... der Himmel ist blau. Mhm. Und dann... zeigst du in dem Video aber, guck mal, wie schön das Wasser ist. Und du siehst den Himmel die ganze Zeit gar nicht. Mhm. Und genau so ist dieses Video. Nämlich, das ist einfach nur ein PR-Move. Oh, das ist jetzt für uns so blöd, weil jetzt gehen die ganzen Sponsoren weg. Was sollen wir nur machen? Würde mich nicht wundern, wenn demnächst dann halt so ein Crowdfunding-Ding nochmal dazu kommt. Mhm. Ja, unterstützt uns jetzt nochmal hier finanziell. Ganz komisch. Also ich habe nicht alles gesehen, aber die Kommentare haben auch alle das gleiche gesagt. Ich habe die ersten 5 Minuten gesehen, die letzten 5 Minuten. Das hat mir dann auch gereicht. Das war wirklich wie so ein bezahltes Werbevideo. So ein Rundumschlag. Das ist jetzt für uns eine ganz blöde Situation. Ne? Das ist eine ganz blöde Situation. Wir heißen zwar immer noch Adolf Hitler Land, aber es ist halt eine ganz blöde Situation für uns jetzt. Wir stehen natürlich trotzdem noch hinter ihm. Ja, das ist Es war auch spannend bei Finn Klimans Statement auf Instagram, wo er jetzt über die linke woke Bubble da abgelästert hatte, dass er auch am Ende nochmal dieses Video eingefügt hat vom Klimansland. Ja, ihr müsst mich ja überhaupt nicht mögen. Ja, könnt mich ja ruhig hassen. Aber kommt trotzdem zum Klimansland und macht eure Träume wahr. Oh. Das fand ich auch irgendwie seltsam. Und eben dieses linke woke Bubble, die ihn irgendwie so zerstören will. Das war wieder so ein bisschen nach. Da ist sie wieder getriggert. Da dachte ich mir, naja. Er sagt ja auch nur Teile der linken Woken Bubble würden das irgendwie akzeptieren können. Aber schon diesen Vorwurf aufzubringen, da hatte ich ein bisschen Angst. Oh oh, bald gibt es einen Telegram-Kanal von Finn Kliman und dann geht es in eine ganz gute Richtung. Ach nee, das nicht, das ist Quatsch, aber ja. Wer weiß. Und es kam auch noch was Neues auf von ihm, dass er irgendwie auch mit NFT-Geschichten wohl betrogen hat. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Ach stimmt, ja. Das habe ich auch... gar nicht nochmal aufgeschrieben. Das hat auch hier der Salmeckel wahrscheinlich wieder auseinandergenommen, ne? War das doch? Kann sein, ja. Also hat man einer NFT-Aktion gegen seine eigenen Aktionsbedingungen verstoßen und drohen ihm Schadensersatzforderungen. Ja. Also, dass mit NFT irgendwie Betrug stattfindet, das ist ganz abwegig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Komisch. Ich muss echt meine Jacke anziehen, weil mir kalt ist. Wir können auch dieses Türchen da vorne schließen. Das ist echt mein Problem. Ich bin auf zu Hause nur am Frieren. Das ist dein Problem, wenn du am Frieren bist. Ja, hast du jetzt gelitten. Bei mir ist echt nur nackig zu Hause. Und ich bin immer mit Jacke da, weil ich einfach eine Frostbeule bin. Seit ich Corona habe, noch schlimmer. Hatte. Bin ich immer am Frieren. Ja, dann gab es noch Böhmanns Land. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Habe ich gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich fand es mega witzig. Da machte halt sich über Böhmanns Land lustig und... macht so diese Videos nach, die jemand gemacht hat, so, oh, wir sind alle so gut drauf, wir sind ja voll verrückt, weil wir hier Schutt aufschütten zu einem Skatepark und so, und huhu. Und es war schon witzig.
ich könnte das auch nie unironisch irgendwie. Das ist irgendwie für mich auch so ein ganz finsteres Ding. Das hatte ich jetzt auch bei den, als ich mir so ein paar fremde Seven vs. Wild Bewerbungen angeguckt habe, sich so unironisch selbst darstellen, das finde ich ganz, ganz schlimm irgendwie. So dieses, ja, ich bin so krass, ich kann das alles und nehmt mich und so. Und genau hier auch unironisch Klimansland, ja. Warum nennt man das nicht irgendwie, weißt du, Neverland Ranch hieß halt auch nicht Michael Jackson Land oder sowas. Aber das ist halt irgendwie, wenn du so einen Namen hast, finde ich das schon witzig, sowas zu machen. Das heißt ja auch Nostra Wohlfühl-Oase und nicht irgendwie. Ja, aber das ist halt alles immer so ein ironischer Unterton. Weißt du, wenn ich sage, ich mache die Nostra Flotte und wir wohnen alle in einem Boot und müssen dann nur einmal als ein Haushalt quasi GEZ zahlen. Witzig, witzig. Ja, nee, aber Klimansland finde ich als Namen gar nicht so schlecht. Also ich fand das irgendwie lustig auch. Ja, aber. Also du heißt halt auch nicht so. Nee, ich heiße Ranacher. Ja, Ranacher Land, oder also Nosterland fände ich halt richtig finster. Aber ja, mir ist egal. Ich wollte es weiß nicht, Ranarchie oder so, weiß ich nicht. Ja, das ist ja wieder dann ein bisschen mehr um die Ecke. Das ist okay. Ich finde auch Klimansland, finde ich, irgendwie schon irgendwie weit genug hergeholt. Na gut. Ich hoffe trotzdem, die nennen sich mal um. Vielleicht nennen sie sich ja Adolf Hitlerland. Warum nicht? Das ist gerade unkontroverser. Würde ich auch gerade sagen. Ja, vielleicht haben sie da weniger Probleme aktuell. Nun gut. Viele Probleme hat auf jeden Fall auch Joe Biden. Der hatte nämlich einen Fahrradunfall. Und das war unfassbar lustig. Das war ein ziemlich witziger Unfall, weil es war halt kein Unfall, es war ein Unfall. Er steht halt da. Habe ich bei dir eine Story gesehen oder bei ihm? Ich weiß gar nicht. Nee, irgendwie eine Story bei mir gesehen. Nicht auf jeden Fall. Und es ist halt einfach witzig, wie er so anfährt, so wie so ein netter Opa vor der Kamera anhält, auf einmal geht es so. Ja, er ist einfach nur seitlich umgefallen. Es sieht nicht mal aus, als hat er sich in irgendeiner Form abgefangen. Er ist einfach nur umgeplumpst. Und es war so lustig, einfach so typisch Biden irgendwie. Er hat halt irgendwie gesagt, sein Fuß hat sich verheddert. Das sieht schon so aus, als hätte er diese Clipper an den Schuhen, wo du so fest bist und dass die sich irgendwie da unten wirklich. Aber er sieht halt nicht aus, als fängt er sich ab. Das ist ganz komisch. Er hat schon abgeschlossen mit seinem in der Sekunde. Hat gehofft, jetzt ist es soweit. Aber es summiert sich halt. Und dieser Treppenstolperer und so. Das ist alles irgendwie, um wie er seine Tochter und seine Frau verwechselt. Das ist so. Ist richtig, aber trotzdem muss man sagen, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie Trump überhaupt auf dem Fahrrad sitzt. Ja, so, er kann nicht mal aus der Flasche trinken, ohne sich einzukleckern. So. Ja. Das ist aber diese Inszenierung, wie auch irgendwie bei der Wahl dann irgendwie auf die Bühne gerannt kam und so, das ist schon irgendwie, hey, ich bin so fit mit meinen fast 80 Jahren. Cool. Naja. Aber das war für mich richtig. Das Video der Woche gewesen. Ich hab's mir bestimmt 5 Mal angesehen am Stück, weil ich es so lustig fand. Ja. Also checkt das mal aus. Also googelt mal nach Joe Biden, Fahrrad und Umsturz. Yes. Wenn wir gerade eh bei dem Herrn US-Präsidenten sind, kann ich ja ein kurzes Amerika-Segment hier einleiten. Da ist ja auch einiges passiert und der geneigte Amerika-interessierte Zuhörer, dem sagt das eventuell zu. Es gibt das große January the 6th Komitee, also der 6. Januar 2020 beim Sturm auf das Kapitol. Und da gibt es das Komitee, das ist jetzt gerade ausführlich. Das ist quasi so der nächste Big Hit nach Johnny Depp und Amber Heard, ist jetzt so das große Ding, was alle sich anhören, so ein Live-Hearing und also ist kein richtiger Gerichtsprozess, aber kommt ja aufs selbe bei Rom. Nürnberger Prozesse 3.0. So ungefähr, ja. So, und da kam jetzt unter anderem raus, dass ein Staffer, also irgend so ein Angestellter von so einem republikanischen Senator, ans Weiße Haus schicken wollte, so ein Bündel an gefakten Votes, so hier von wegen, mach das mal. Und der Typ wollte davon nichts gewusst haben, der Senator. Das heißt, entweder wusste er es wirklich nicht. Das würde bedeuten, dass sein fucking Sekretär einfach eigenmächtig das entschieden hat. Oder er wusste es halt. Und dann wurde er halt auf der Straße ganz oft von Journalisten mit Fragen gelöchert. Und dann gab es ein virales Video, wie er tatsächlich diesen schlechten Move macht und so tut, als wäre er am Telefon. Und er so, hey, I'm on the phone right now. Und der Journalist dann so, no, you're not, I can see your screen. Das ist richtig gut. Also wirklich, das, wo man sich tausendmal schon drüber witzig gemacht hat, das in echt zu machen und dabei so zu failen, richtig, richtig schön. Sehr armselig jedenfalls. Und auch sonst ist einiges rausgekommen. Einige Leute haben direkt nach den Events von dem Tag ein Presidential Pardon, also eine Begnadigung, angefragt bei Trump. Ich glaube, 6, 7 Leute. Und das macht man auf jeden Fall, wenn man nichts falsch gemacht hat. Ah, ja. So, und warte, da gab es noch
Eine Person, genau, Mo Brooks war einer davon und der hat auch an dem Tag, als das passiert ist, eine kugelsichere Weste getragen, ist jetzt rausgekommen. Und warum sollte man das tun? Ja, weil es zu kalt war. Und da ist, das legt natürlich den Verdacht nahe, dass der wusste, dass da eventuell irgendwas Krasses passiert. Außerdem hat YouTube Videos gebannt, in denen diese Hearings abgespielt wurden. Einfach weil halt in den Hearings zitiert wurde, was für Verschwörungstheorien quasi im Raum standen. Das heißt, die wurden nicht mal als wahr dargestellt, sie wurden einfach nur wiedergegeben. Also darf man auch nicht mal irgendwie zitieren bearbeiten können. Ist halt ein bisschen absurd, das weil man blöd, könnte nicht, ja. Man könnte dann demnach auch nicht sagen, hier guck mal, diese und diese Verschwörungstheorie ist falsch, weil bum 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 bum. Und dann wird das gelöscht oder wie? Also ja, das ist blöd, das stimmt, das sollte nicht passieren. Ich finde, man sollte solche Sachen wenigstens kommentieren dürfen und einordnen dürfen. Ja. Da sieht man halt, dass diese ganzen Filter, die es da so gibt, das gar nicht so richtig... das ist richtig dumm. Nicht so richtig funktioniert. Aber es gab auch ein Statement, dass das rechtens ist und das, weil das halt nicht bei irgendeinem Larifari-YouTuber passiert ist, sondern bei irgendwas Größerem, ich weiß es gerade nicht, das hieß dann so, wir behandeln alle gleich, aber wir wissen, dass das bei YouTube auch Schwachsinn ist. Stimmt. Die wollten nur halt wahrscheinlich nicht sich eingestehen, dass das vielleicht ein bisschen dumm gelaufen ist. Dann gab es noch einen Werbespot, bei dem würden dir die Ohren schlagern, wenn die AfD einen solchen machen würde. Und zwar ein Republikaner, der die Jagdsaison eröffnet gegen andere Republikaner, die gemeinsame Sachen mit den Demokraten machen und nicht in Reih und Glied stehen quasi und 100% hinter Trump zum Beispiel sind. Die nennen sich quasi Rhinos oder er nennt sie auch Rhinos. Das ist ein geflügeltes Wort, aber kann natürlich auch für Nashörner stehen. Deswegen ist das halt so aufgezogen. Haha, Metapher. Ich lade jetzt hier meine fette Waffe durch und dann geht er mit so einem SWAT-Team in ein Haus rein und suggeriert halt, dass jetzt die Jagdsaison eröffnet ist auf Politiker, die nicht 100%, also wenn jetzt zum Beispiel ein AfD-Politiker sagen würde, ey, hier, ich finde da cool, was die Grünen machen, lass dann auch. Auf diese Leute würde dann quasi Jagd gemacht werden, übertrieben gesprochen. Ja. Wenn das in Deutschland passieren würde, wäre, glaube ich, irgendwie nicht so geil. Das ist so witzig, weil das ist so eine richtige Umkehr der Tatsachen ist. Das macht ja auch die AfD oder ihre Fans sehr gerne, dass sie andere als Faschisten bezeichnen, obwohl die AfD die Partei ist, die halt nachgewiesenerweise Nazis beschäftigt und auch in der Partei hat, die wirklich Sachen machen, die sehr in eine rechtsextreme Richtung gehen. Können wir gleich noch drauf kommen, falls du das mitbekommen hast, wie Alice Weidel reagiert hat? Ja, gerne. Okay, und dann ist nämlich die letzte USA-Sache, die ich zumindest mal erwähnen wollte, dass Texas gerade irgendwie gar nicht so unwahrscheinlich dabei ist, sich von den restlichen Staaten ablösen zu wollen. Also, das ist der Plan so gerade, der im Raum steht, dass sie 2023 sich verabschieden. Und dann denke ich mir, die haben irgendwie letzten Winter das nicht mal alleine hingekriegt, mit dieser Kälte klarzukommen und brauchte übelst viel Support von den anderen, also vom Federal Government. Und jetzt wollen die halt alleine ihren Scheiß machen. Sollen sie machen. Okay. Gucken, was passiert. Gut. Schön. Wie in Großbritannien mit dem Brexit. Hat auch gut funktioniert. Ja, der Texit wird das dann. Der Texit, ja, witzig. Ja, Alice Weidel war ganz überrascht, dass Rechtsradikale oder zumindest sehr rechtsgesinnte Magazine auf dem Parteitag auslagen und beziehungsweise einen eigenen Stand hatten. Sind. Genau. Das war AfD. Surprise Pikachu. Was? Es war ein AfD-Parteitag, der auch abgebrochen werden musste. Es gab einen Antrag auf Beendigung des Parteitags, weil halt irgendwie vieles schief ging und die Abstimmungen nicht so liefen, wie es geplant war. Also alles eine riesige Shitshow. Und Bernd Höcke ist nicht angetreten als Vorsitzender, aber sämtliche seiner Anträge oder die er gestützt hatte, wurden halt unterstützt, also wurden genehmigt, was zeigt, dass er doch sehr viel Macht in der Partei hat, dass seine Standpunkte gegen die Chrupalla und Zweidel, die ja Vorsitzende sind, eigentlich dagegen sind. Aber Höcke hat halt viel mehr Macht im Background sozusagen und wird wohl dann in ein paar Jahren spätestens antreten und will nur gerade seine Grundmauern irgendwie zurechtlegen und sich Mehrheiten verschaffen. Jedenfalls gab es auch ein rechtsradikales Magazin, was auslag und verteilt worden ist. Sie hat wohl auch einen Stand bei dem Parteitag. Und damit ist Alice Weidel ja konfrontiert worden von einem Journalisten. Und die war ganz überrascht. Was haben wir denn mit diesem Platz zu tun? Das war halt ein Magazin mit irgendwelchen, die schönsten SS-Soldaten und so. Und ja, und irgendwie auch Nacktfotos oder Aktfotos und so. Oh, das muss ich mir angucken.
Das war ganz, ganz schlecht gespielt auch irgendwie. Und dann ganz am Ende so, ja, ich weiß gar nicht, was ich da zu sagen. Also ich kann da gerade gar nichts zu sagen. Sie das konnte auch nicht dazu so sagen, dass sie das nicht in Ordnung findet oder so. Sie konnte halt einfach gar nichts sagen. Sie war so perplex von diesen wundervollen Aktfotos. Ja. Fand ich. Als lesbische Frau hat sie sich von diesen nackten SS-Männern auf jeden Fall angesprochen gefühlt. Ach, bin ich doch keine Lesbe. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass sie wohl auch ein Interview mal gegeben hat für dieses Magazin. Das müsst ihr nochmal nachrecherchieren. Ja, das habe ich auch gelesen. Das war wohl so. Deswegen umso überraschender, dass sie da jetzt so ein Pikachu macht. Und leider wird es wieder so sein, es ist kein Juckt. Leidel. Ja, Leidel. Ja. Das war jetzt aber ganz schön rassistisch von dir. Nein, das war nur ein Wortspiel. Das hast du jetzt da reingebaut, Tino. Du hast jetzt, das war einfach ein Wortspiel mit ihrem Nachnamen. Du hast jetzt hier schon wieder, in welcher Form war das rassistisch? Erklär mal kurz, Tino. Wie du gerade rumgetanzt bist mit den Augen zumachen. Alles ist Quatsch. Ich hab gerade nur einen Witz gemacht über Robins Rassismus, den er aber heute nicht angebracht hat. Ich habe den heute mal nicht rausgeholt. Er bleibt heute mal unter Verschluss. Ja, also uns wird dazu sein, dass es wieder keinen interessieren wird. Ja, ist auch in der AfD selber. Und ich kenne ja auch Verschwörungstheoretiker in meinem Umkreis. Und die drehen das alles immer so um und beachten das gar nicht. Die suchen nach jedem kleinsten Fitzel, der so ein bisschen, wie jetzt bei Olaf Scholz. Es gab wohl einen SS-Führer oder so, oder einen SS-Mann, der hieß von Scholz. Mhm. Und nur wegen dieses Namens sagen die, dass Olaf Scholz Großvater oder Vater gewesen. Mhm. Was nicht stimmt, weil er hatte keine Väter, dieser von Scholz. Der hatte keine Väter. Er hatte keine Kinder, dieser von Scholz, ja. Aber sie suchen halt jeden Krümel, um irgendwie einen Nazi-Vorwurf zu machen. Mhm. Aber die selber, die Querdenker und AfD-Leute, da sitzen Nazis, die nachgewiesen gesagt haben, wir müssen Flüchtlinge vergasen und erschießen. Oder die irgendwie auf die Wolfschanze gehen, dann so irgendwelche sich aufs Herz fassen und Fotos davon machen und viel Schlimmeres. Und das sind halt echte Nazis dort. Und da sagen die immer, ja, einzelne, es sind manchmal nur Einzelfälle, die wir da haben, maximal. Das ist doch nicht so ernst gemeint. Hm. Und es wird wiederum kein Jucken. Ist oder, schon auch einfach Logik. Also wenn jetzt irgendwie in der KPPD irgendwie ein Enkelkind von Hitler wäre oder so, würde man auch sagen, ja, guck mal, ist doch voll Nazi. Hm. Ja, aber selbst wenn Olaf Scholz Opa das wäre, oder sein Vater das wäre. Beatrix von Storchs Opa war ja auch Finanzminister von Hitler. Da sagt ja auch keiner was. Das ist auch nicht die Verbindung, aha, dann muss sie auch ein Nazi sein. Nee, dann ist es auf einmal, sie kann nichts für ihre Vorfahren. Oh. Da ist es auf einmal so. Und heute Morgen hat mir mein Verschwörungsfreund, den ich ja schon öfter angesprochen habe. Guter alter Verschwörungsfreund. Hat mir ein Zitat geschickt, der von Rockefeller sein soll, irgend so ein Freimaurer, wo er halt sagt, dass wir die Leute mit Videospielen aktiv lähmen, damit sie halt nicht merken, wie wir sie ausnehmen. Hm. Und Rockefeller ist gestorben, bevor es mal Videospiele gab. Das hat er niemals gesagt. Das sind halt so Sachen, das kannst du den Leuten sagen, faktisch, hier, prüf nach, Videospiele erfunden dann, Rockefeller gestorben dann, er kann es nicht gesagt haben. Wer ist der Lügner? Ich bin der Lügner. Ich wäre ja Gehirn gewaschen. Ich denke mir so, Alter, das kannst du selbst nachrecherchieren. Also bei solchen Dingen ist halt auch oft so, dass die irgendwo richtig sein können, aber es ist trotzdem halt dann nicht direkt naheliegend zu sagen, dass da ein großer Plan dahinter steht. Das ist halt so das Ding. Also klar, wenn wir weniger Entertainment hätten, kann es gut sein, dass wir sensibler auf Probleme in der Welt reagieren würden, weil wir halt weniger Ablenkung hätten. Klar. Aber dass das wirklich ein ultimativer Plan ist, wo sich Leute händereibend irgendwie da am Reißbrett diesen Plan überlegt haben, das ist dann halt wieder 5 Steps weiter. So. Natürlich, also auch wenn du es mal zu Ende denkst, dass Bill Gates ja, also sagt mein Kumpel, nicht Kumpel, mein Bekannter von früher, dass Bill Gates ja irgendwie alle Menschen ausrotten will. Und er will der reichste Mann der Welt sein. Aber wenn er alle ausrottet, ist er ja alleine hier. Das will er alleine auf der Welt. Das sind so Sachen, die deckt man zu Ende und dann merkt man, aha, so ein Quatsch. Das will doch keiner. Also ich wäre gern alleine mit Bill Gates auf der Welt. Das ist so ein süßer, guck mal. Nee, mit Harry Styles wäre ich gerne alleine auf der Welt. Na gut. Wir sind vielleicht bald alleine auf der Welt, denn wir hatten eine schöne Hitzewelle jetzt am letzten Wochenende. Vielleicht wollen wir dann. Es gab schon immer so ein. Die heiß waren. Die Sonne gab es schon immer. Ja, also ich war im Bad. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Das war auf jeden Fall ein großer Spaß. Das war jetzt nach langer Zeit auch mal wieder einfach, ich glaube 36 Grad waren es in Weimar. Das ist ja eigentlich, ich glaube bis 43 oder so. Ich glaube nicht in Deutschland, ich weiß nicht. Aber in Europa war es auf jeden Fall bis 43. Und selbst das ist ja noch weit unter den 50 Grad, die wir neulich mal wegen Indien angesprochen hatten. Aber selbst bei den 36 Grad habe ich gedacht, Alter, 50 Grad? Das ist heavy, ne?
Du merkst ja schon bei 36, wenn du rausgehst, dass du, dass es irgendwie wie so ein, als wäre die Gravitation einfach höher, so. Das liegt so auf dir. Und bei 50 Grad, Alter. Und es gab wohl auch noch nie so früh so einen heißen Tag auf der Welt. Das ist schon eine Aussage. Geil. Ja. Richtig Bock. Also ich muss sagen, das ist mir auch zu warm. Also ich fand es bei 36 Grad, muss ich sagen, das will ich nicht. Da sträube ich mich dagegen. Da würde ich gerne Gesetze machen, die wenn das mal im Hochsommer passiert, dann ist es nicht weiter wild. Das ist geiles Badewetter auf jeden Fall. Aber doch nicht von April bis September irgendwie solche heißen Tage. Nee, und das ist ja so das Ding. Das ist jetzt vermutlich der kälteste Sommer für den Rest unseres Lebens wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Und das ist dann halt auf jeden Fall nicht die beste Aussicht. Nee, und ich kann zumindest den Gedanken nachvollziehen, dass Menschen sagen, also es gibt ja auch Klimaleugner quasi, die ja sagen, ja, es wird wärmer, ist ja richtig, aber wir können eh nichts daran ändern. Das heißt, erst wenn du es geschafft hast, den Leuten zu erklären, es wird immer heißer, hier sind die Beweise von den Wetteraufzeichnungen, selbst dann können die immer noch sagen, ja, okay, hast recht, aber daran sind wir ja nicht schuld, wir können eh nichts machen. Mhm. Also weiterhin die Meere verschmutzen, Plastik und ganz viel Pest in die Luft schmeißen, weil wir uns ja ärgern würden. Pest in die Luft nicht. Schmeißen. So scheiße Klumpen, wo so die Ratten dranhängen. Einfach so ein bisschen Pest in die Luft. Hier, Fangozonenloch, fang die Scheiße. Ja. Schlimm. War auf jeden Fall ein Event. Für mich war es besonders krass, einfach Sonntag zu Montag der Wechsel von 36 zu 18 Grad. Das war ja krank. Übelst hart. Da war ich auch dann, also in meiner Wohnung ist es ja immer so ein bisschen ungefähr gleich warm, muss man sagen. Ist auch im Winter nicht wirklich kalt bei uns in der Wohnung. Und es war halt warm und ich dachte, cool, ich gehe jetzt mit kurzer Hose und T-Shirt raus. Bin ich erschlagen worden von der Kälte draußen. Das war richtig überraschend. Also das war schon heavy. Mhm. So, und ich habe hier auf jeden Fall noch aufgeschrieben, dass wir demnächst einen Song oder eine Werbung machen und mit Kalaschnikows gegen Embryos vorgehen, denn das Werbeverbot gegen, also das Werbeverbot für Abtreibung, so rum, soll außer Kraft gesetzt werden. Und da müssen wir direkt die Ersten sein, die die Gunst der Stunde nutzen. Und ich weiß nicht, ob du zum Beispiel BoJack Horseman gesehen hast. Da gibt es auch so ein, da gibt es eine, ich glaube, Christina Aguilera, Nicki Minaj Konglomerat Verarsche. Und die macht auch so einen Song für Abtreibung und sagt dann kill the babies und so. Mhm. Und so in dem Stil dachte ich mir das schön, alles wegschießen mit Bazooka auf Embryo schießen und dann zack, viral. Ich habe schon voll Bock drauf, auf so, wenn du einkaufen gehst, bei Edeka oder Rewe oder so, und beim Fleischereistand da so eine Werbung ist, heute Kinderschnitzel, frisch geliefert aus der Abtreibungsklinik. So wird sie auch kommen, laut der konservativen Mehrheit, die wir haben. Die CDU war irgendwie nicht dafür, das ist ganz komisch. CDU und AfD, aber das ist ja jetzt nicht überraschend. Oh. Lieber das Recht des ungeborenen Kindes als das Recht der Mutter durchsetzen. Oder der Person, die es austrägt, lieber gesagt. Und es wurde auch mal Zeit, dass es passiert. Also ich weiß nicht, was das den Leuten, weiß ich nicht, die haben voll, die finden es geil, dass man irgendwie mit einer legalen Waffe eine Grundschule ausrottet, aber wollen halt verbieten, dass Frauen ein Embryo abtreiben dürfen. Naja, ob die das wirklich geil finden, weiß ich nicht. Tun sie. Wer findet das mit dieser Grundschule geil? Ich. Nee, aber sie handeln doch so. Also es ist doch, jedes Mal, wenn du sagst irgendwie, man muss die Waffengesetze verschärfen, nee, ist unsere Freiheit, das müssen wir eben hinnehmen. Es sind ja eh meistens illegale Waffen, die das verursachen. Stimmt nicht, aber das behaupten die immer wieder. Und ich glaube, so vehement wie Waffenfreunde ihr Waffenrecht verteidigen, müssen die es geil finden, jeden Tag zu hören, Grundschüler sind erschossen worden. Das ist meine Meinung. Na gut. Also ich fände es wirklich schon witzig, so provokanten Riesenplakat. Was kann man da machen, so statt irgendwie Meister Propper ist dann halt Meister Popper, weißt du, so ein Glatzkopf, der auch so mit verschränkten Armen da steht und dann aber, weiß ich nicht, da ist die kleine Pille Postnatal, da ist dann der Kleiderhaken und so und dann auf dem Riesenplakat einfach präsentiert. Es wird ja ein völlig neuer Markt aufgemacht, ne, so Werbetexte für Abtreibungskliniken. Ja. Fände ich voll witzig. Ja. Willst du viel? Nee, ich suche gerade was Schönes. Abtreiben? Nee, nur nicht zu knapp treiben. Nicht zu knapp treiben? Nicht zu, irgendwie sowas. Da ist auf jeden Fall viel zu holen. Come in and hole out. Vielleicht.
Alter, ich habe neulich, wo war denn das? Das war irgendwo, in Jena war das. Ich war in Jena und habe dort den ersten Friseur seit langem gesehen, der keinen scheiß Wortspiel in seinem Namen hatte. Nein. Habe ich mich richtig gefreut. Wie hieß der? Keine Ahnung, irgendwie. Friseurladen Horst. Luis Lopez oder so, irgend so ein Name halt einfach. Habe ich mir nicht gemerkt, hatte halt kein Wortspiel drin. Na, in Weimar gibt es ja, was noch am einfachsten ist oder am normalsten, goldener Finger gibt es ja hier. Mhm. Oder goldene Finger. Okay. Das ist so überhaupt nicht irgendwie. Das dachte ich mir, das ist ein bisschen armselig für einen Friseurladen, der Name. Ja, dann machen wir einfach eine Abtreibungsklinik auf und nennen die blutige Finger. Ja, gerne, zum Beispiel, ja. Doch. Ja, großartig. Da wird Zeit. Also ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Themen tatsächlich, die mir aufgeschrieben habe. Wir sind auch fast durch mit der Zeit. Es gab wohl noch eine Playback-Panne bei KISS. Nein. Die sind ja immer noch, die alten Herren sind ja immer noch auf Tour, ne? Hier, die haben mir so Songs gesungen wie Shout It Out Loud oder I Was Made For Loving You, Baby und so. Und es gab wohl eine Playback-Panne. Ich habe aber vergessen, worum es eigentlich ging. Um Playback vermutlich. Genau, ich habe jetzt nicht das Video dazu gesehen. Aber ich finde es, also ich kann es nachvollziehen und ich höre es auch ganz oft bei anderen Bands. Selbst bei Rammstein. Ey, wenn du das nicht mehr leisten kannst, dann hör bitte auf, Alter. Selbst bei Rammstein habe ich, ihr müsst mal darauf achten, wenn ihr Rammstein-Fans seid und sie spielen Ich tu dir weh, der Refrain ist meistens Playback. Das ist doch scheiße. Dann spielt ihr den Song halt nicht, wenn ihr das. Also ist der irgendwie besonders gesungen oder? Der wurde mal verboten eine Zeit lang. Die durften Ach so, die na durften, gut, dann hat das vielleicht wieder andere Gründe, aber. Die durften ihr Album damals nur verkaufen ohne diesen Song tatsächlich, eine Zeit lang. War auf dem Index. Wegen der Zeile, bei dir habe ich die Wahl der Qual, Stacheldraht im Harnkanal. Oh nein. Und für die Nagetiere ein und sowas. Das durften die nicht singen. Hm. Deswegen spielen die diesen Song auch eigentlich immer live, also ganz oft zumindest. Okay. Naja, aber wenn das wirklich bei KISS ist, weil die halt irgendwie das nicht mehr singen können oder so, dann ist es Zenit halt wirklich überschritten. Ich fand auch schon, ich habe so ein Video gemacht, hast du vielleicht gesehen, war in der Story mit, wo ich auf Herodes Schultern sitze, bei Waldspaziergang mit Folgen. Ja. Und dann dachte ich mir auch schon, okay, es ist halt so ein bisschen übertrieben, witzig, hochgesungen. Mhm. Aber, also das kann der Herr Urlaub leider nicht leisten. So. Das haben die schon immer so gemacht. Also auch, als der Song schon noch frisch war, haben sie auch schon so halb ironisch hochgesungen. Ich sag nur, dann halt lieber den Song vielleicht, also bei dem geht's noch, weil es halt irgendwie mit Absicht, guck mal, wie scheiße. Aber wenn man das halt irgendwie nicht mehr hinkriegt, dann weiß man, vielleicht sollte man es nicht machen. So. Aber solange man noch irgendwie das machen kann, ist in Ordnung. Aber das hat ja auch manchmal was mit der Dynamik des Konzerts zu tun. Wenn du ganz viel schon gesungen hast an dem Abend und du hast dann noch als Zugabe irgendwie einen ganz schweren Song. Das ist völlig okay, aber das Playback ist ja geplant. Das ist geplant, klar. Also, und bei My Chemical Romance war es auch so, die waren ja 2 Tage in Bonn. Eine Bekannte von mir war am ersten Tag dort und da haben sie zum Beispiel Black Parade, der Song ist echt schwer zu singen und der ist auch sehr energetisch und so, da war das halt irgendwie ein Zugabesong am Ende. Und müssen da wohl gemerkt haben, oh, das ist am Ende vielleicht gar nicht so gut. Haben den bei meinem Konzert einen Tag später in die Mitte gesetzt, den tatsächlich. Und auch da hat er ziemlich viele hohe Töne tief gesungen. Und so ein bisschen das reduziert einfach so. Das machen auch sehr viele Sängerinnen und Sänger. Ja. Dass sie live das dann reduziert singen und bewusst eine Oktave tiefer gehen, weil sie wissen, okay, ich komme jetzt eh nicht hoch gerade. Das ist auch eine Kunst zu erkennen, wo deine Grenzen sind gerade live. Dass du dann sagst, okay, ich sing's lieber ein bisschen tiefer und eine Oktave tiefer, als mich jetzt zu blamieren und dann schief zu singen. Ja, die Kunst, seine Grenzen zu erkennen, das hat Apo Red auf jeden Fall noch nicht gemeistert. Der hat mir auch 1-2 neue Videos gemacht. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen, weil wir letztes Mal über die Gardinen und so geredet haben. Er zeigt halt seine neue Wohnung, die einfach aussieht wie eine ganz normale Wohnung. Das einzige Highlight, ich habe es nicht komplett gesehen, aber das einzige Highlight, wo ich echt lachen musste, war, als er seinen kleinen scheiß Weimar Westbalkon als Terrasse bezeichnet hat. Da musste ich echt lachen. Und das ist halt wirklich, er sagt halt, es wird alles noch neu gemacht, aber es sieht halt wirklich einfach ist ein runtergekommener Assi-Balkon. Mehr ist das eigentlich. Hier ist der Gästeflügel. Das ist halt eine Matratze auf dem Boden. Ja, Küche. So wie wenn ich das hier das Foyer nenne, ne? Diesen kleinen Bereich hier. Technisch gesehen ist es ja auch ein Foyer. Ja. Der Empfang ist hier vorne noch mit den Jacken und so. Ja. Naja, Apo Red auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was bei dem abgeht, ey. Mein Angestellter hat nur gerade Corona, ist zu Hause und deswegen ist es gerade unbesetzt hier, die Stelle. Das auf jeden Fall dazu. Ansonsten nicht so die ereignisreiche Woche, muss ich sagen.
oder? Nicht so richtig. Also als ich in Jena war, habe ich einen Skate-Contest gewonnen, mir ist egal. Welcher Platz? Also richtig erster? Erster, oder so? Ja. Und das war so ein Game-of-Skate-Turnier, wo einer Tricks vorlegen muss und andere machen es nach. Und wenn du es nicht schaffst, dann kriegst du Buchstaben und so. Machst du dieses Jahr auch wieder mit bei der Skate-Nacht? Wenn die na, so bestimmt. Dieses Skateboard da drüben habe ich zum Beispiel gewonnen. Mir ist egal. Mhm. Nee, war schon ein cooles Event. Es war nämlich Go Skateboarding Day. Der ist immer am 21. Juni. Und im Zuge dessen war das so ein Event. Bald ist wohl auch Schokoladentag oder so. Der Schokoladentag. Der Schokolade. Ich habe so einen Kalender. Der hat mir Mio zum... Es ist halt irgendwie auch jeden Tag irgendein Tag, ne? Es gibt ja so richtig belanglose Tage. Irgendwie Namenstag von Olaf und... Tag der Schokolade am 7. Juli. Großartig. Tag der Eiscreme am 24. Juli. Ich werde an beiden Tagen das Gleiche machen. Tag der Freundschaft am 30. Da bin ich auf dem CSD in Jena. Und eins noch. Komm, eins ist bestimmt noch irgendwie witzig. Himmelfahrt. Na gut. Himmelfahrt. Ist so witzig. Also Maria Himmelfahrt. Das glaube ich, gilt gar nicht. Maria Himmelfahrt. Die ist auch in den Himmel gefahren. Tag des Friedens, komm. 21. Tag des Friedens ist witzig. 21. Da wird sich Putin bestimmt auch denken, okay, es reicht. Da ist mal gut an dem Tag. Ist ja realistisch im September vielleicht, aber vielleicht ja auch nicht. Ja, wenn der Sommer dann auch vorbei ist, der Erlebnissommer in der Ukraine, da kommen die dann wieder heim, Ferien beginnen und so. Mhm. Ja. Und da wir jetzt zum ersten Mal wieder hier in Person aufnehmen, haben wir uns überlegt, also habe ich schon mal vorgeschlagen im Podcast, dass wir eine eigene Playlist machen, eine Brennpunkt-Spotify-Playlist. Es gibt wohl eine Nosarafiki-Playlist auf Spotify, wurde mir erzählt, aber mit so vielen Songs, dass es gar nicht mehr besonders ist irgendwie. Es ist dann irgendwie voll alles gemischt und so. Na, da haben wahrscheinlich auch ganz viele Leute Zugang zu, ne? Wahrscheinlich. Und wir haben jetzt überlegt, bevor wir angefangen haben heute, eine Brennpunkt-Spotify-Playlist zu machen, wo wir Songs reintun von Künstlerinnen und Künstlern, die wir pushen wollen, supporten wollen, die wir gut finden oder Songs, die wir gerade nice finden. Willst du der Erste sein, der einen Song einfügt? Oh, jetzt hast du mich aber hier querschnittsgelähmt. Voll. Also erstens nutze ich kein Spotify, ich hoffe, da sind Leute dabei. Ich muss dann halt wohl, White Stripes wäre halt albern so. Kannst du auch machen, wir können auch mal Songs reinmachen, die wir einfach gerade feiern, die wir gerade gut finden. Oder so. Ja, dann nehmen wir von Jack White Taking Me Back, das ist kein so unbekannter Song, der ist, glaube ich, auch in einem Call of Duty Trailer mit enthalten. Das ist einfach nur ein Brett und der steht sinnbildlich für das ganze Album. Der hat jetzt gerade ein zweites Album innerhalb von wenigen Monaten rausgebracht. Und das zweite Album ist so ein bisschen ruhiger, aber dieses erste Album feiere ich hart, weil das White Stripesigste Solo-Album von ihm ist. Und das muss da rein. Ist es nicht cool, wenn wir am Ende des Podcasts einfach mal so einen Song präsentieren dürfen, wie du gerade gesagt hast, hier klingt nach White Stripes, voll geil, will ich hören, hört mal rein. Ich habe heute eine befreundete Band von mir aus Berlin, die heißen Living on Rivers, die sind noch ganz neu. Und die haben jetzt ihren ersten Song rausgebracht mit Musikvideo, Photograph. Ist so ein bisschen Depeche Mode mäßig, kann man sagen. So sehr wenig expressionistischer Gesang, so ein bisschen monoton vielleicht gesungen. Elektronischer Pop, Rockmusik und richtig geiler Text und ein Ohrwurm des Todes. Living on Rivers Photograph, tue ich in die Playlist. Und wir können ja den Link vielleicht in Zukunft irgendwie bei YouTube in die Beschreibung packen oder so. Mach mal. Und überhaupt, ich habe erfahren, dass man bei Spotify bewerten kann, weil ich mal in einen anderen Podcast reingehört habe und die haben da gesagt, gebt uns eine Bewertung. Echt? Wusste ich gar nicht. Scheinbar geht das. Also gebt uns mal alle bei Spotify eine Bewertung. Das scheint ganz toll wichtig zu sein für irgendwas. Also man kann Songs herzen, das weiß ich, dass man die vielleicht in Lieblingssongs reinmacht. Weiß ich nicht. Aber jetzt irgendwie Podcast. Ich mache mal Fest und Flauschig an hier. Vielleicht ist es auch Bullshit, aber die haben das in zwei Folgen gesagt. Und da dachte ich mir... Plus? Also ich habe es vielleicht noch nicht... Gebt uns eine Bewertung, auch wenn das nicht geht. So. Was geben wir der Woche? Nicht so viel, oder? Nee, würde ich auch nicht sagen. Also vielleicht eine 3 oder so. Ja, wenn ich es überfliege, also dieses Klimans-Ding ist ja auch, da ist ja auch die Halbwertszeit langsam erreicht. Ja. Ne? Also, wenn der jetzt nicht irgendwie nochmal rauskommt, dass der irgendwie, weiß ich nicht, afrikanische Föten an die Wand geworfen hat. Aber man muss auch für sagen, eine neue Werbung gegen Abtreibung. Man muss aber auch, stimmt, das wäre wieder cool, aber man muss auch sagen, dass er das Thema selbst auch hochhält. Das stimmt. Hätte er dieses Video nicht gemacht, diese Story, wäre das wieder irgendwie gegessen gewesen, wahrscheinlich. Zum großen Teil zumindest. Ja.
Also ich würde jetzt 3 vorschlagen. Ja, bei 3 gehe ich mit. Doch, da gehe ich mit auf jeden Fall. Ja, das ist ganz gut. Machen wir das so. Nice. Dann sind wir am Ende angekommen. Genau 21, wie wir angefangen haben ungefähr. Yes. Dann vielen Dank fürs Hören. Hört jetzt am besten noch weiter die Playlist. Die ist noch nicht so lang. Aber die ersten zwei Songs, genau. Ja. Jack White, Taking Me Back und Living on Rivers, Photograph. Mhm. Und die Playlist wird wachsen. Hört die euch an. Ihr dürft auch gerne in die Kommentare irgendwelche Songs, die ihr geil findet, reinschreiben. Oder können wir die auch mal reinmachen oder so? Gerne. Wir sind in dem Fall du. Ich mach das gerne. Ja, geil. Leute, ich höre Musik im Hintergrund. Ich kann euch schon gar nicht mehr verstehen. Das ist ja laut. Au. Aber ich würde noch einen Vorschlag machen, wie die Playlist heißen soll. Das stimmt. Schreibt in die Kommentare, wie die Playlist heißen soll. Das wäre witzig. Dann bis gut. Dann bis nächste Woche. Oh, Störgeräusche. Hör mal, wer da hämmert. Tschüss. Ich finde, die begrüßen alle.